Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen, Drucksache 19/4957 aus 19. Und zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat das Wort Kollege Arnold für die CDU-Fraktion, Redezeit 10 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, heute Morgen für die Regierungsfraktionen von CDU und den GRÜNEN in erster Lesung den Fraktionsentwurf für ein Hessenkassengesetz einzubringen oder, wie es im Gesetzestext ausführlich heißt, den Entwurf für ein Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen. Dieses Hessenkassengesetz ist einmalig im bundesweiten Vergleich, und es ist ein vierter wichtiger Baustein bei der Konsolidierung der Kommunalhaushalte in Hessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und den GRÜNEN haben sich das Ziel gesetzt, die hessischen Kommunen nachhaltig zu unterstützen auf ihrem Weg zur Konsolidierung und zur Entschuldung ihrer Kommunalfinanzen. Dabei wurden bisher vier Bausteine auf den Weg gebracht. Der erste Baustein ist der Kommunale Schutzschirm mit einem Gesamtvolumen von über 3 Milliarden €. Die 100 Schutzschirmkommunen konnten sich im Jahr 2016 einen positiven Finanzierungssaldo von 140 Millionen € erarbeiten und somit mehr Einnahmen als Ausgaben generieren. Ein Erfolg, der sich schnell und wirkungsvoll eingestellt hat, meine Damen und Herren. Die Bausteine 2 und 3 sind die Kommunalen Investitionsprogramme 1 und 2. Insgesamt über 1,5 Milliarden € Investitionsmittel in kommunale Projekte, vor allem auch in Schulprogramme, ein weiterer großer Erfolg dieser Landespolitik. Nunmehr bieten wir mit der Hessenkasse unseren Kommunen den vierten Baustein an. Über die Hessenkasse können sich die Städte, Landkreise und Gemeinden ihre über 5 Milliarden € Bestände an kommunalen Kassenkrediten vom Land im Rahmen eines eigens dafür angelegten Sondervermögens abnehmen lassen. Diese festgestellten hohen Kassenbestände, Kassenkredite, lähmen die finanziellen Spielräume der Kommunen. Sie sind mit Blick auf das Zinsänderungsrisiko eine große Bedrohung für die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Städte, Kreise und Gemeinden. Und es ist eine gemeinsame Feststellung aller Beteiligten, dass dies umgehend, nachhaltig und schnell beseitigt werden muss, meine Damen und Herren. Mit der Hessenkasse bauen wir nun diese Risiken ab. Wir befreien die kommunale Familie von ihren gesamten Kassenkreditbeständen. Das Programm hilft den Kommunen, sich zu entschulden, indem es verlässliche und tragfähige Bedingungen setzt. Die Teilnahme dafür ist freiwillig. Der Finanzierungsbedarf der Hessenkasse, der eine Laufzeit von 30 Jahren umfasst, wird jedes Jahr ca. 300 Millionen € betragen. Dieser Betrag finanziert sich zum einen durch einen Eigenanteil der begünstigten Kommunen von rund 100 Millionen €. Das entspricht 25 € pro Einwohner. Weitere 59 Millionen € werden aus den Bundesmitteln der sogenannten 5. Milliarde Bundesteilhabegesetz ab 2019 finanziert, die dem Land zur Entlastung der Kommunalhaushalte zur Verfügung gestellt wurden. Rund 60 Millionen € stammen aus der Absenkung der erhöhten Gewerbesteuerumlage, die bisher den Kommunalanteil des Fonds Deutscher Einheit gespeist hat. Und schließlich trägt das Land rund 20 Millionen € aus dem Landesausgleichsstock bei sowie rund 61 Millionen € aus weiteren Landesmitteln.
Die Kommunen mit Kassenkrediten, der Stichtag dazu ist der 30. Juni 2018, entscheiden in eigener Verantwortung, ob sie an dem Landesprogramm teilnehmen wollen oder nicht. Gleichzeitig werden aber im Gesetzentwurf entsprechende klare Änderungen im Kommunalrecht vorgenommen, um die Nutzung, die zukünftige Nutzung von Kassenkrediten, die weiterhin als Finanzierungsmittel natürlich eingesetzt werden können, auf ihre ursprüngliche Funktion zur Überbrückung unterjähriger kurzfristiger Liquiditätsengpässe zurückzuführen. Wir wollen aber auch den Kommunen helfen, die sparsam gewirtschaftet haben und ohne Kassenkredite ausgekommen sind. Dazu stellen wir dem Programm zur Entschuldung zusätzlich ein Investitionsprogramm zur Seite. Mit nunmehr ca. 540 Millionen € eröffnen wir finanzschwachen oder strukturschwachen Kommunen ohne Kassenkredite zusätzliche Handlungsspielräume für Investitionen in eine zukunftsfähige Infrastruktur. Dieses Investitionsprogramm wird im Wesentlichen aus originären Landesmitteln finanziert. Das Zuschusskontingent aus Landesmitteln errechnet sich aus vorgegebenen Pauschalen je Einwohner. Kleinere Gemeinden erhalten einen Mindestbetrag von 750.000 €. Jede teilnehmende Kommune ist durch das Gesetz verpflichtet, ein Zehntel der Gesamtinvestitionssumme aus eigenen Mitteln beizutragen, wobei hier auch die Möglichkeit besteht, dies durch ein Darlehen der WIBank darzustellen. Wir wollen mit diesem Gesetzentwurf Hessenkasse einen wichtigen Beitrag an die Kommunen leisten, ihre Verschuldung und auch die Kassenkredite nachhaltig zu beseitigen. Ziel ist, meine Damen und Herren, die kommunalen Haushalte in Hessen grundsätzlich bis zum Jahr 2020 auszugleichen. Vier gewinnt ist hier das Stichwort, meine Damen und Herren. Wir helfen den Kommunen in Hessen, dies zu erreichen. Dabei hilft auch der neue KFA mit einem Rekordvolumen von mittlerweile über 5 Milliarden €. Ausgeglichene Haushalte, meine Damen und Herren, eine Begrenzung der Kassenkredite auf unterjährige Liquiditätsunterstützung des Haushalts und eine Stärkung der Investitionskraft sind der richtige Weg, den nachfolgenden Generationen echte Handlungsspielräume statt Schuldenberge zu hinterlassen. Und eine letzte Bemerkung, gerade auch an die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss. Wir haben ja heute Abend die Sondersitzung, in der wir den weiteren Fortgang auch einen Zeitplan für die weitere Behandlung des Gesetzentwurfs, Anhörung, zweite, dritte Lesung vorschlagen werden. Ich denke, dass dieser Vorschlag die in der letzten Woche vorgetragenen Bedenken beseitigen werden und wir gemeinsam diesen Gesetzentwurf in der nötigen Ruhe und in der nötigen Konsequenz auch beraten können. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser amtierender Finanzminister ist ja berühmt, berüchtigt für seinen Wortwitz. Die eierlegende Wollmilchsau wird in Hessen heimisch. Jetzt triumphiert er, dass er eine schwarze Null verkünden kann. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die Hessenkasse umschreiben müsste, so würde ich sagen, faules Ei. Auf den ersten Blick vielversprechend, bei genauerem Hinsehen und Hinriechen fängt es an zu stinken, und umso länger man sich damit beschäftigt, umso schlimmer wird es. Die Hessenkasse ist ein faules Geschäft. Die Hessenkasse ist ein faules Geschäft, und wäre Thomas Schäfer und die Sprecher der Regierungsfraktionen und Banker, so würden sie sagen, es ist ein schlechter Deal für die meisten hessischen Kommunen. Genau das Gegenteil von dem, was Dr. Walter Arnold eben vorgetragen hat. Dass Sie das anders sehen, ist klar, sonst würden Sie das ja auch nicht einbringen.
Ich versuche Sie aber davon zu überzeugen, aber das muss ich ja gar nicht alleine, Herr Dr. Arnold, sondern das hat ja z.B. heute Vormittag schon wieder der Hessische Städtetag gemacht, Sie davon zu überzeugen, dass die Hessenkasse in der nun vorgelegten Art und Weise ungerecht, unfair und leistungsfeindlich ist. Alle drei negativen Kriterien haben Sie auch durch die Pressekonferenz vom gestrigen Tage nunmehr erfüllt. Und deshalb müssen wir einmal rangehen an das Thema, dieses Werk ein bisschen zu durchleuchten. Ursprünglich. Ja, was heißt ursprünglich? Eigentlich ja noch in dem Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN notiert, sollten die Kassenkredite von 6 Milliarden € vom Land übernommen werden. Nunmehr heißt es seit gestern in einer Pressekonferenz, es sind nur 5,1 Milliarden €. Jetzt frage ich mich schon, also Herr Boddenberg, wir beide haben doch einmal gemeinsam regieren gelernt. Wir beide waren doch einmal gemeinsam Azubis in dieser Landesregierung, in der Vorgängerregierung. Und da haben wir gelernt, seriös ist es, wenn das richtig auf Papier gebracht ist, was auch 6 Wochen später noch zählt. Und das ist nicht seriös, was Sie hier machen. Weil wir haben die Zahlen noch am Ende des letzten Jahres, und das ist noch keinen Monat her, haben wir gehört, dass 6 Milliarden es seien. Der Finanzminister ist ja laufend seit Juli, August letzten Jahres durch Hessen gereist, hat auf allen möglichen Symposien, auf allen möglichen Bürgermeisterdienstversammlungen usw. so weiter und so fort darauf hingewiesen, dass es 6 Milliarden € seien. Jetzt kann ja sein, dass man bei der Durchleuchtung der Kassenkredite, ich bin ja nun wirklich nicht ganz so unerfahren in diesem Bereich, und außerdem komme ich aus der Wetterau, wo ich auch Ihnen sagen kann, dass das eine und andere nicht ganz korrekt gelaufen ist in der Vergangenheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann ja sein, dass es nur 5,1 Milliarden Kassenkredite wirklich gibt, die unter die Definition fallen, so wie sie für die Hessenkasse gehören. Nur wieso erfahren wir das, nachdem der Gesetzentwurf eingebracht worden ist, einen Tag vor der ersten Lesung in diesem Hause? Das ist nicht solide Arbeit, lieber Herr Boddenberg. Das macht man einfach nicht. So geht man mit Opposition nicht um. So geht man mit den kommunalen Spitzenverbänden nicht um. Aber ich weiß ja, warum Sie, Herr Al-Wazir, tun Sie mir einen Gefallen und sind Sie bitte ruhig. Ich kann es nicht mehr ab, dass Sie meinen, alles immer kommentieren zu müssen. Das ist zum Fremdschämen, was Sie da machen, Herr Kollege Al-Wazir. Und wenn Sie sich nicht disziplinieren können, dann müssen Sie leider hier rausgehen oder gehen Sie auf die Abgeordnetenbank. Aber das stört evident. Und Sie wissen das, weil Sie es früher nämlich auch immer getadelt haben. Also bitte ganz ruhig sein, nicht nur etwas ruhig sein. Ich will Ihnen sagen, ich habe das, das ist ja zum Fremdschämen, was Sie sagen. Ich habe das vielleicht 3-4 Mal gemacht und dann habe ich es eingestellt, weil ich wusste, dass man es nicht tut. Aber ich komme, Sie können mich gar nicht, Sie können mich gar nicht vom Thema ablenken. Sie können mich gar nicht vom Thema ablenken. Was ist denn passiert auf einmal in den letzten Wochen? Wieso haben Sie denn von 6 Milliarden auf 5,1 Milliarden es reduziert? Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf alle Fälle nicht, um die Belastung und die Höhe der Hessenkasse, die Notwendigkeiten anzupassen. Das haben Sie nicht getan. Und ich bin Herrn Dr. Dieter sehr dankbar, dass er heute noch einmal, ich zeige die Folien jetzt nicht, weil sie jeder schon auf seinem Rechner hat, darauf hingewiesen hat, wenn denn der Bedarf 30.01.2018 nur noch bei 5,1 Milliarden € ist, mit den Zinsen nur noch bei 2,55 und nicht mehr bei 3, meine sehr verehrten Damen und Herren, wegen mir das Investitionsprogramm von 510 auf 600 Millionen € erhöht wird. Wieso, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt denn auf einmal der weitere Titel dazu, sonstige kommunale Zwecke? Was soll denn das bedeuten? 1,260 wollen Sie nunmehr aus der Hessenkasse herausnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit nach einem Kriterienkatalog, den keiner von uns kennt, Sie als Abgeordnete von CDU und GRÜNEN und insbesondere die Mitglieder der Landesregierung in den nächsten Monaten durch das Land gehen können und den Kommunen Schecks ausschreiben können. Das macht man nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nicht nur unseriös, das macht man einfach nicht. Ich kann die Kommunen verstehen, dass sie auf die Barrikaden treten, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. 76% der Kosten der Hessenkasse. Jetzt muss ich mich auf die bis gestern gegolten hat beziehen.
weil die neue Berechnung habe ich noch nicht. Aber die, die uns hier vorgelegt worden ist, 76% zahlen die Kommunen selbst. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Arnold hat es eben sogar vorgetragen. Vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Wenn man das zusammenzieht, dann sind das der Eigenanteil 3 Milliarden €. Die Gewerbesteuerumlage von Deutsche Einheit, das sind Mittel der Kommunen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ab 2019 1,8 Milliarden €. Alle Städte, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist der zweite Vorwurf, also der eine ist 76% des Geldes, was dort umverteilt wird, haben die Kommunen eigentlich in ihrer eigenen Kasse zu haben und nicht das Land ihnen wegzunehmen. Zweite Aussage. Wieso eigentlich müssen die Kommunen, die nichts aus der Hessenkasse bekommen, die nicht finanzschwach sind, die auch nicht im Rahmen von Investitionszuschüssen Gelder bekommen, warum müssen die sich trotzdem an dieser Finanzierung beteiligen? Wieso wird ihnen im Zuge der Gewerbesteuer, warum wird ihnen im Zuge des Landesausgleichsstockes Geld entzogen? Finden Sie das fair? Finden Sie das gerecht? Ist das schwarz-grüne Kommunalpolitik, dass die Ehrlichen, dass diejenigen, die ihre Haushalte in den Griff bekommen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die jetzt die Dummen sind, diejenigen, die koste es, was es wolle, gewirtschaftet haben? Schöne Grüße an den Landkreis Offenbach und eine ganze Reihe von Kommunen im Landkreis Offenbach. Schöne Grüße an die. Die trinken nicht mehr einen billigen Fabersekt. Die trinken nur noch den teuersten Champagner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die haben gelebt über Jahrzehnte hinweg, haben Schulden auf Schulden gemacht. Und jetzt soll das z.B. Eschborn, Bad Vilbel oder aber auch Mainhausen zahlen. Was ist denn daran gerecht, meine sehr verehrten Damen und Herren? Was ist denn daran fair? Wie können Sie uns denn so etwas vorlegen? Ich will Ihnen zum Abschluss sagen, ich will die 10 Minuten gar nicht ausnutzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so wie es sich in den letzten 24 Stunden verändert hat, kann ich Ihnen nur anraten, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. Ich kann Ihnen nur anraten, die Arbeiten noch einmal neu zu beginnen. Ich kann Ihnen nur anraten, mit den Kommunen noch einmal in das Gespräch zu kommen. Ich habe es bisher in 30 Jahren nicht erlebt, dass mit einer Kampagne einer der drei großen kommunalen Familienverbände sich in diese Debatte einmischt. Das hat der Städtetag heute getan, und ich danke ihm noch einmal ausdrücklich, weil er die Zahlen aufarbeiten konnte. Sie glauben doch nicht im Ernst, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Schwarzen und den Grünen, dass Sie mit dem Hauruck-Verfahren, wie Sie es ja auch im Verfahren sogar geplant hatten, dass Sie damit durchkommen. Natürlich wird es, Sie werden den Gesetzentwurf nicht zurückziehen, natürlich wird es eine ausführliche Anhörung geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden jeden Bürgermeister, jede Bürgermeisterin als Anzuhörende bitten, in den Landtag zu kommen, die unter die Kategorie fallen, wir kriegen nichts von der Hessenkasse, aber wir müssen dafür etwas zahlen, damit Sie sich einmal deutlich machen, was Sie dort in den Kommunen anrichten. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihre eigenen Parteifreunde, und ich könnte Ihnen fünf von der, auf der Hand vorzählen aus der Union, das gut finden, was Sie da gerade machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und da habe ich gestern gehört, als wir das in einem anderen zusammen diskutiert haben, ein Kommunalpolitiker, das war, glaube ich, der Innenminister gewesen, der mir das vorgehalten hat, ein Kommunalpolitiker müsste auch negative Entscheidungen, schlechte Entscheidungen treffen. Ja, recht hat er, meine sehr verehrten Damen und Herren. War das Herr Bauer? Das war Herr Bauer. Muss Verantwortung übernehmen. Okay. Kollege Hahn, jetzt haben Sie es doch geschafft, die Redezeit zu Ende. Ich stehe hinter der Aussage des Innenministers voll und ganz. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, man muss hinter den Entscheidungen stehen, die man selbst trifft. Sie oktroyieren einer ganzen Vielzahl von Kommunen eine Entscheidung auf Geld zu verzichten, die es nicht wollen. Und deshalb sind wir gegen diesen Gesetzentwurf. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Warnecke, SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Präsidentin, ich will den Fokus, den Herr Hahn zu Recht auf die Frage, wie das ganze Verfahren war, auf ein paar andere Dinge lenken. Erstens, Herr Dr. Arnold, herzlichen Dank, dass Sie jetzt gesagt haben, dass Sie das Verfahren etwas entzerren wollen. Es entspricht eigentlich auch den demokratischen Usancen. Zweitens. Wir hatten eigentlich erwartet, dass dieser Entwurf, der jetzt vorliegt, ein Entwurf der Regierung wäre.
Aber nach den Nachbesserungen, über die heute gesprochen wurde, hat sich sicherlich die Regierung überlegt, dass das, was im Vorfeld erarbeitet wurde, besser den Fraktionen, die die Regierung tragen, zugepackt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man dann anschließend über die Regierung nicht schlecht reden darf. Meine Damen und Herren, am heutigen Morgen hat Herr Bischof Peter Kohlgraf über die Frage von Güte und Wohlwollen gesprochen. Güte und Wohlwollen durchzieht diesen Gesetzentwurf bedauerlicherweise nicht. Großes Misstrauen gegenüber der kommunalen Familie. Großes Misstrauen. Die kommunale Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg als erstes vor Ort angepackt hat, die kommunale Familie, die nach der deutschen Einheit als erstes angepackt hat, wird mit großem Misstrauen überzogen. Dem Misstrauen nämlich, dass sie mit Geld nicht umgehen können, dem Misstrauen, dass sie entsprechende Aufsichten braucht, dem Misstrauen, dass, wenn sie sich nicht richtig verhält, eine Pönale von 50 € pro Einwohner zahlen muss, dem Misstrauen, dass das Rechnungsprüfungsamt, das bisher in der kommunalen Struktur verankert ist, sozusagen von Seiten der Regierung instrumentalisiert werden kann, nämlich in diesem Falle der Kommunalaufsicht. Alles Dinge, bei denen man sich fragt, was kriegen die Kommunen dafür? Die Kommunen bekommen dafür etwas ganz Plumpes, nachdem sie immer geheischt haben, das ihnen aber verboten wurde, nämlich Kassenkredite umzuwandeln in langfristige Kredite. Das ist erst einmal das, worum es eigentlich geht. Es dürfen jetzt Kassenkredite in langfristige Kredite umgewandelt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das war bisher verboten. Das erlaubt die Landesregierung respektive die parlamentarisch sie tragende Mehrheit in der Zukunft. Nur um diese Frage geht es. Und dann geht es zweitens, darauf hat Herr Dr. Hahn schon hingewiesen, um die Frage, wer das wie finanziert. Und in einem Punkt, Herr Dr. Arnold, muss ich Ihnen dezidiert widersprechen. Die 20 Millionen € aus dem KFA, die im Landesausgleichsstock zukünftig gezahlt werden müssen, sind 20 Millionen € aus dem KFA. Es sind keine originären Landesmittel. Denn Sie haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch schon Jahre gehabt, in denen im Landesausgleichsstock nur 10 Millionen € drin waren, beispielsweise im Jahre 2015. 50 Millionen waren es dann im Jahre 2011. Also wir haben da durchaus Schwankungen, wenn Sie einmal in der eigenen Statistik nachgucken. Und jetzt sollen Landesausgleichsstockmittel in Höhe von 20 Millionen € gebunden werden. KFA-Mittel gehören also eigentlich den Kommunen nach dem neuen KFA. Und wer finanziert die ganze Chose am Ende? Wir, Bürgerinnen und Bürger. Also zu den vier Stufen, von denen Sie gesprochen haben, lieber Dr. Arnold, gibt es noch eine Stufe, die vorweg waren. Das waren die 344 Millionen €, die Sie genommen haben. Die 344 Millionen € aus dem Kommunalen Finanzausgleich haben nach Beantwortung der Landesregierung allein in den ersten 5 Jahren mehr als 2 Milliarden € Netto-Cash von den Kommunen genommen. 2 Milliarden €. Und da ja bei dem von Ihnen durch die Lande getragenen Vortrag auch dargestellt wird, wie sich die Entwicklung der Kommunalfinanzen im Bereich des Kommunalen Finanzausgleiches dargestellt haben, kann man definitiv nachweisen, dass diese Mittel, über die ich gerade gesprochen habe, Mittel sind, die weiter berechnet werden müssten eigentlich. Und da wir hier immer mit riesigen Summen arbeiten, werden das in 30 Jahren 12 bis 13 Milliarden €, die Sie den Kommunen weggenommen haben. Die zweite Summe hat Kollege Schmidt vor Kurzem nachgerechnet. Die Bürgerinnen und Bürger haben im Jahre 2016, meine ich, war es gewesen, 610 Millionen € mehr bezahlt über zusätzliche Gebühren und Steuern. Zusätzlich als noch wenige Jahre zuvor. Macht bummelig 1 Milliarde €, die den Kommunen genommen wurden oder die sie zusätzlich bekommen haben. Ein Haufen Holz. Und was macht die Landesregierung? Die Landesregierung läuft jetzt durch die Lande und erklärt, wie toll diese Hessenkasse sei. Wenn Sie einmal diese eigene Statistik angucken, gibt es hier ein ganz faszinierendes Momentum, den sogenannten Schutzschirm. Jetzt gucken Sie, der Schutzschirm hat im Jahre 2012 seine Geltung erlangt und von 7,51 Milliarden sind jetzt die Kassenkredite nicht um 1,8 Milliarden, die im Schutzschirm drin sind, runtergegangen. Das wären dann nämlich bummelig, wenn ich das richtig im Kopf rechne, 5,81 Milliarden, sondern die sind bei 6,62 Milliarden verharrt. Das heißt, obwohl man den Kommunen mehr Geld Entlastung gegeben hat, haben die noch einmal 800 Millionen neue Kassenkredite aufgenommen. Da muss doch strukturell irgendwas nicht stimmen. Die machen es doch nicht. Die machen es doch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das Geld einfach auszugeben. In der Regel sind es auch gesetzliche Vorgaben. Und bei allen Bemühungen, die auf Bundesebene stattgefunden haben, insbesondere im sozialen Bereich, den Kommunen mehr Geld zu geben, sind das am Ende Mittel, die dann im Weiteren durch die Bürgerinnen und Bürger und die 610 Millionen € kompensiert wurden. Aber
Eins, lieber Dr. Arnold, ist es bis heute nicht für das Land Hessen, ein Minusgeschäft. Und man müsste sicher, wenn man die Kommunen nicht ganz so despektierlich einstuft, wie es Herr Dr. Hahn getan hat, mit Blick auf die Kommunen, die Kassenkredite gemacht haben, auch einmal fragen, warum die Kommunen, die Kassenkredite gemacht haben, anschließend nichts von dem Investitionsprogramm haben. Sind das die Kommunen, die am Ende besonders goldig dastehen, dass man sagt, wenn die Kassenkredite weg sind, ist die Sache gelaufen? Die kriegen keinen einzigen Cent aus den investiven Maßnahmen. Keinen einzigen Cent. Sind da nur Kommunen drunter, die sagen, nachdem die Kassenkredite weg sind, mit minimalen Zinsen? Ja, der Spielraum, der sich im Moment ergibt, lieber Herr Bellino, ist ja der Spielraum, der sich allein aus den Zinszahlungen ergibt. Allein aus den Zinszahlungen. Dieser Spielraum ist aber angesichts der Summe, die wir überhaupt nicht kleinreden wollen, die so manche Kommune vor Ort bekommt aus diesen investiven Maßnahmen, relativ begrenzt. Und die Frage ist schon, da das ja ein dauerhaftes ist, die Frage ist schon, warum gibt es für diese Kommunen keine entsprechenden investiven Maßnahmen, die in der Regel ihre Kassenkredite nicht aufgenommen haben, weil sie die dezidiert ausgenommen haben, um investieren zu können. Bei denen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hapert es am Investieren und es hapert gleichzeitig an den Kassenkrediten. Da müsste man sich schon überlegen, wenn man das eine will und das andere will, ob man nicht beides tun kann. Ein Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der uns zudem wirklich verwundert hat, ist, wie Sie in der Lage sind, mit den kommunalen Mitteln, über die wir schon gesprochen haben, umzugehen. Und die kommunalen Mittel, über die wir hier reden, sind ja keine Mittel, die, wie Kollege Schmidt es mal gesagt hat, irgendwo im Wolkenkuckucksheim verharren, sondern sind Mittel, und die Kommunen sind diejenigen, die die Investitionen tragen, die jährlich verausgabt werden, und die Kommunen sind da relativ stabil. Übrigens das Land, wie wir im letzten Unterausschuss erfahren haben, nicht so sehr. Das Land plant immer große Investitionen, und anschließend klappt das irgendwie nicht. Bei den Kommunen gehen wir davon aus, liebe Kolleginnen und Kollegen, das klappt. Und deshalb sind diese investiven Maßnahmen, von denen Sie selber gesprochen haben, doch ein Geschenk. Was kein Geschenk ist, ist, dass Sie neu erfinden einen interkommunalen Finanzausgleich. Man kann ja darüber reden, dass reichere Kommunen sich beteiligen sollen an irgendetwas. Aber dass Sie sozusagen nicht sagen, dass die kommunale Familie fast alles von diesem Geld trägt, das verwundert uns schon. Das wäre die erste Maßnahme und erste Stufe. Die kommunale Familie trägt es maßgeblich selber. Und wir wollen als Landesregierung, dass das auch so ist, und wir setzen dann von einem Fünftel ist schon gesprochen worden, ein bisschen obendrauf und sagen dann am Ende, toll. Wenn Sie das allerdings mit den 400 Millionen, die wir mal annehmen, gegenrechnen, fehlen ja noch 340 Millionen. Das Geld läuft ja weiter. Das können Sie übrigens an Ihren Statistiken selber sehen, dass da keine großen Einbrüche sind, obwohl ja die entsprechenden Einnahmen des Landes wachsen, wachsen, wachsen. Kollege Schmidt hat da gigantische Zahlen im Hintergrund. Die wachsen, 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 und damit wächst auch der KFA. Und wenn der wächst, ist immer noch die Frage, wo sind diese 400 Millionen geblieben? Sie haben also in Ihrer Zeit als CDU in 20 Jahren nicht nur die Situation deutlich verschlechtert, wie Sie übrigens selber auch in diesem Blättchen hier nachweisen, indem Sie strukturschwache Länder zum Vergleich nehmen. Normalerweise hat sich Hessen unter sozialdemokratischer Ägide immer orientiert an Bayern und Baden-Württemberg, an Hamburg. Ja, in der Tat, da war Hessen vorn. Da ging es immer um Platz 1, 2 oder 3. Da wurden wir kritisiert dafür, dass wir nicht Platz 1 sind. Das war damals die Rede der Opposition, der CDU. Die Rede war, warum wir nicht auf Platz 1 sind. Kollege Schmidt hat neulich darauf hingewiesen, dass wir uns jetzt darum streiten, ob wir Platz 17 und 16 oder 15 sind. Platz 17 wird schwer bei 16 Ländern. Jetzt haben Sie zwar dazwischen geredet, aber Sie haben recht, Herr Al-Wazir. Aber es gibt ja auch den Bund noch. Ne? Ja, Sie kommen auch zum Schluss, Herr Warnecke. Ja, ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss möchte ich noch etwas zur Hessenkasse sagen, was Sie vielleicht überraschen wird. Wir haben ja im Kreistag Hersfeld-Rotenburg uns auch damit schon beschäftigt. Und da gab es folgenden Vorschlag, allerdings der Sozialdemokratie. Der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg hält die Übernahme von Altschulden durch das Land Hessen für zwingend erforderlich, durch das Land Hessen. Daher begrüßt der Kreistag im Grundsatz die Initiative des Landes Hessen. Im Grundsatz. Abstimmung. SPD dafür, Grüne dafür, FDP dafür, FEG dafür, dagegen CDU, AfD und Enthaltungen bei der FEG. Also, wenn Sie diesem Satz begegnen, pro Hessenkasse, müssen Sie die CDU mal abziehen. Ich kenne zwar nicht die. Ja, die Grünen wussten gleich, worum es geht, und den Inhalt, und bei der CDU gab es nur Reflexe. Ich hoffe nicht, dass wir die Hessenkasse so behandeln müssen.
Ich hoffe, dass wir zu einem guten Ergebnis in den Beratungen kommen. Und da die Fraktionen das eingebracht haben, wird auch sicherlich mehr Flexibilität da sein als bei einem Regierungsentwurf. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Glück auf. Danke, Herr Warnecke. Für die linke Fraktion hat sich Herr Schalauske gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem uns vorliegenden Gesetzentwurf über die sogenannte Hessenkasse möchte die schwarz-grüne Regierungsmehrheit in einer mehrfach durch die Landesregierung schon im Vorfeld öffentlich zelebrierten Geste vermeintlich großzügig alle Kassenkredite der Kommunen ablösen. Dabei liegt zunächst die Frage doch nahe, warum die hessischen Kommunen überhaupt Kassenkredite in der Höhe von ursprünglich 6 Milliarden €, so steht es ja auch noch in dem Gesetzentwurf, seit gestern steht die Zahl von 5 Milliarden € im Raum, warum also diese Kassenkredite angehäuft worden sind. Und über das Vorgehen mit der Zahlenkorrektur, dass das dann gestern öffentlich bekannt gegeben worden ist und dass ein ganz anderer Gesetzentwurf eingereicht worden ist, da hat der Kollege Hahn auch schon das Nötige gesagt. Also, was glauben Sie denn, wie hoch waren die Kassenkredite, als die CDU das zuletzt in die Hessische Landesregierung eintrat? Für das Jahr 1998 weist das Statistische Bundesamt einen Bestand an Kassenverstärkungskrediten für die Kommunen in Hessen von etwas über 800 Milliarden € aus. Seitdem 800 Millionen Euro. Seitdem sind die Kassenkredite auf über 6 bzw. 5 Milliarden € angestiegen. Unter der CDU und unter einem CDU-Finanz- und Innenministerium haben sich die Kassenkredite seitdem also vervielfacht, meine Damen und Herren. Und jetzt geben Sie den Kassenkreditbestand in dem Gesetzentwurf mit rund 6,25 Milliarden € an. Und Sie schreiben, dass sich der Kassenkreditbestand von 3,2 Milliarden € in 2008 auf ganze 7,5 Milliarden € in 2012 erhöht hat. Ja, da frage ich Sie auch, wer hat denn in dieser Zeit in Hessen regiert und wer war für die Finanzierung der Kommunen durch das Land in diesen Jahren verantwortlich, meine Damen und Herren? Ja, richtig, es war die hessische CDU. Wenn Sie sich also heute für die Ablösung der Kassenkredite selber feiern wollen, dann geht es hier wieder einmal nur darum, dass Sie teilweise den Schaden beseitigen, den Sie selbst zu verantworten haben, meine Damen und Herren. In den Jahren von 1999 bis 2016, in denen immer die CDU die zuständigen Finanz- und Innenminister gestellt hat, sind die Kassenkredite der Kommunen in 13 von 17 Jahren gestiegen. Wie Sie es auch drehen und wenden wollen, Sie tragen eine gehörige Mitverantwortung für die Kassenkredite in den Kommunen, meine Damen und Herren. Und diese Kredite sind vor allem in Phasen gestiegen, in denen die Konjunktur nicht so gut gelaufen ist wie heute. Und in diesen schwierigen Zeiten, da haben Sie nicht etwa die Kommunen unterstützt, sondern Sie haben den Kürzungsdruck an die Kommunen weitergegeben. Sie haben die Kommunen zum Kürzen gezwungen und die kommunale Daseinsvorsorge schwer beschädigt. Und trotz gigantischem Sozialabbauprogrammen wie Operation Düstere Zukunft, trotz massiver Einschränkungen der kommunalen Leistungen für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, trotz kräftiger Steuer- und Gebührenerhöhungen und dem erzwungenen Griff in die Tasche der Bürgerinnen und Bürger, trotz geschlossener Schwimmbäder und Stadtteilbibliotheken, sind die Einnahmen der Kommunen in diesen Zeiten so niedrig gewesen, dass sie Kassenkredite aufgetürmt haben, auftürmen mussten. Und hier war es die Landesregierung, die schlicht die Einnahmen der Kommunen gekürzt hat. Und wenn Sie sich jetzt über ausgeglichene Haushalte freuen und über die Höhe der Mittel im KFA, dann zeigt sich aber der Umgang der Landesregierung mit den Kommunen. Der zeigt sich nicht nur in guten Zeiten, wenn die Konjunktur brummt, sondern sie zeigt sich vor allem in schlechten Zeiten. Und da haben Sie aber verdammt noch einmal versagt, meine Damen und Herren von CDU und GRÜNEN. Also, die Ablösung der Kassenkredite ist jetzt nichts anderes. Herr Schalauske, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Die Ablösung der Kassenkredite jetzt ist nichts anderes als die Übernahme von Schulden. Bitte? Okay. Ist nichts anderes
als die Übernahme von Schulden, die die CDU-geführte Regierung selbst zu verantworten hat. Und jetzt wollen Sie mit der Hessenkasse die Regelungen zur Haushaltsgenehmigung erweitern, wie Sie das nennen. Sie wollen also nichts anderes als die Daumenschrauben weiter anziehen. Sie wollen, dass Investitionskredite künftig nicht mehr mit Kassenkrediten finanziert werden. Das bedeutet, eine weitere Einschränkung der Investitionstätigkeit, die in Hessen ohnehin schon niedrig ist, ist zu befürchten. Und Sie wollen die Kommunalaufsicht weiter verschärfen. Sie wollen über die Regierungspräsidien die Kommunen stärker ans Gängelband nehmen und den Durchgriff der Landesregierung auf die Kommunen weiter durchsetzen und damit die kommunale Selbstverwaltung noch weiter einschränken. Auch das ist schwarz-grüne Kommunalpolitik. Und wenn es noch ein Eingeständnis gebraucht hätte, da sage ich noch einmal etwas zu dem flankierenden Investitionsprogramm, dass die kommunale Familie in Hessen unterfinanziert ist, dann ist es doch der Hinweis in Ihrem Gesetzentwurf, dass es Kommunen gibt, die zwar auf Kassenkredite verzichtet haben, das war ja hier schon Thema, dies aber, und jetzt zitiere ich indirekt Ihren Gesetzentwurf, dafür aber unterlassen haben, Investitionen oder notwendige Instandhaltungen zu tätigen. Das ist doch ein Zeichen, dass Ihre Politik die Investitionstätigkeit der Kommunen drangsaliert hat, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN. Also, um es anders zu formulieren, weil die Landesregierung die Kommunen nicht bedarfsgerecht ausstattet, mussten diese vielfach Kassenkredite aufnehmen, um nicht nur die laufende Verwaltungstätigkeit zu finanzieren, sondern auch, um überhaupt noch in die öffentliche Infrastruktur zu investieren. Und das ist nicht die gewollte Politik der Kommunen, was Sie hier suggerieren, sondern das ist die bewusst herbeigeführte Politik der schwarz-grünen Landesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen. Die sind hier auch schon genannt worden. Die Hessenkasse soll pro Jahr etwa 300 Millionen € kosten. Die Kommunen sollen davon jedes Jahr etwa 100 Millionen € zahlen. Den Rest finanziert angeblich das Land. Allerdings sind von den 200 Millionen € Landesmittel letztlich nur 21 Millionen € zusätzliche Mittel, die der Finanzminister aufwenden muss. Der Rest ist entweder Geld, das bisher anders verwendet werden musste und jetzt frei wird, oder aber es ist das Geld, das sowieso den Kommunen zustehen würde. Zum Beispiel die 5. Milliarde aus dem Bundesteilhabegesetz, der Kommunalanteil am Fonds Deutsche Einheit und die Mittel aus dem Landesausgleichsstock. Wenn man das nun alles zusammenrechnet, dann kommt man auf einen Anteil der Kommunen von über 200 Millionen €. Und folgerichtig sind die kommunalen Spitzenverbände über die Finanzierung der Hessenkasse auch nur eingeschränkt begeistert. So kritisiert der Hessische Landkreistag, dass der hessische Anteil an dem durch den Bund bereitgestellte Ländermilliarde, die ausdrücklich zur kommunalen Entlastung für die massiv steigenden Kosten aus der Neuregelung des Bundesteilhabegesetzes gedacht war, vom Land nun für die Hessenkasse verwendet wird. Diese Mittel, so fürchtet der Hessische Landkreistag, werden an anderer Stelle fehlen. Die kommunalen Spitzenverbände beziffern den Anteil des Landes zur Abfinanzierung der Kassenkredite letztlich auf nur 20%. Das, meine Damen und Herren, sind Gelder der Kommunen, die Sie sozusagen nach eigenem Gusto verwenden. Auch das ist kein fairer und partnerschaftlicher Umgang mit den Kommunen, meine Damen und Herren. Nach diesen Zahlentricksereien müssen also die Kommunen noch zu zwei Dritteln selbst für die Schulden bezahlen, für die zu 100% die CDU-Landesregierung verantwortlich sind. Das ist CDU-Politik hier im Hessischen Landtag. Und noch abschließend, weil das nur kurz angesprochen wurde, eine Bemerkung zum Verfahren. Das Gesetzentwurf sollte ursprünglich hier im Schweinsgalopp durch den Landtag gebracht werden. Auch für die Kommunen. Auch die Kommunen werden unter Druck gesetzt. Antragsschluss ist laut dem Gesetzentwurf schon Ende April. Beschlüsse der Kommunen werden bis Ende Mai erwartet. Sie begeben sich seit Monaten in Jubelmeldungen, Verkündungsarien. Sie beglücken uns zu jeder Plenarsitzung mit ihrer schrägen Sichtweise auf die Lage in unsere Kommunen. Der Finanzminister, ja, aus Notwehr, der Finanzminister tingelt zugleich. Der Finanzminister tingelt zugleich durch die Kommunen, macht Werbeveranstaltungen noch und nöcher für die Hessenkasse, während der Hessische Landtag, immerhin das Gesetz, Gesetzgebungsorgane, die Pläne und Ankündigungen des Ministers in den zugegebenermaßen lesenswerten Regionalzeitungen in Hessen verfolgen darf und muss.
Und jetzt wollen Sie dieses Gesetzgebungsverfahren samt Anhörung in ein paar Wochen im Hauruck-Verfahren durchziehen. Für diesen Umgang mit dem Parlament, aber auch mit den Kommunen, ja, da sollten sich die Regierungsfraktionen und die Landesregierung was schämen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, genau. Können Sie mal gut zuhören. Ich komme zum Ende. Letztlich reiht sich die Hessenkasse ein in eine Politik der Landesregierung, welche die Kommunen erst nicht bedarfsgerecht ausstattet, sie dann mit Haushaltskürzungsprogrammen, die sie fälschlicherweise als Schutzschirm deklarieren, drangsalieren, schließlich mit viel zu kleinen und überwiegend vom Bund finanzierten Sonderinvestitionsprogrammen und einem Entschuldungsprogramm, für das man sich originären Kommunalmitteln bedient. Damit stopfen Sie nur die Löcher, die Sie zuvor überhaupt erst gerissen haben. Die FAZ hat diese Politik mal recht treffend als Zitat Zuckerbrot und Peitsche beschrieben. Allerdings vergessen hinzuzufügen, es ist verdammt wenig Zuckerbrot und verdammt viel Peitsche, meine Damen und Herren. Aber dennoch ist das Bild zutreffend. Ihnen werden in der Anhörung das auch die Vertreter der kommunalen Familie zum wiederholten Mal erklären. Ich befürchte nur, allein es wird an Ihrer Politik nichts ändern. Vielen Dank. Danke, Herr Schalauske.